bei den warmen Tagen gar keine Lust, den Backofen anzumachen, möchtest aber trotzdem einen super leckeren Kuchen? Na, da habe ich doch genau das Richtige für dich. Wie wäre es denn zum Beispiel mit dieser leckeren Oreo-Schokotarte? Die wird nicht gebacken. Schau mal hier, sie ist super einfach. Hier sind auch schon alle Zutaten, die ich dafür benötige. Zuerst gebe ich 25 Oreo-Kekse in einen Mixer und zermahle diese zu feinem Keksstaub. Je feiner die Kekse gemahlen sind, desto besser wird der Boden nachher auch. Damit aber erstmal ein Boden entstehen kann, schmelze ich 60 Gramm Butter in einem kleinen Topf. Die fein gemahlenen Oreo-Keksbrösel vermenge ich nun gut mit der geschmolzenen Butter. Vermenge das Ganze wirklich so lange, bis sich auch wirklich der ganze Keksstaub vollständig mit der geschmolzenen Butter verbunden hat. Mit dieser Masse kleide ich jetzt eine 24er Tartform aus. Das macht sich ganz gut mit einem Teigschaber, aber ein großer Löffel geht natürlich auch. Die Tartform wandert dann erstmal für 20 Minuten in den Gefrierschrank. Für die Füllung hacke ich dann 300 Gramm Zartbitterschokolade in kleine Stückchen. Je kleiner und feiner die Schokolade gehackt ist, desto besser lässt sie sich auch schmelzen. In einen kleinen Topf gebe ich zuerst 200 ml Sahne. Dazu kommt noch eine kleine Prise Salz und ein Esslöffel Zucker. Das Ganze wird jetzt unter Rühren erhitzt. Sobald das der Fall ist, gebe ich noch 50 Gramm Butter dazu und lasse sie ebenfalls unter Rühren in der erwärmten Sahnemenge schmelzen. Zu guter Letzt kommt die gehackte Zartbitterschokolade dazu. Diese wird jetzt auch unter Rühren zum Schmelzen gebracht. Die fertige Schokofüllung gebe ich dann auf den Oreo-Keksboden aus dem Gefrierschrank. Das Ganze wird dann schön gleichmäßig verteilt, sodass die gesamte Füllung schön auf einer Ebene ist. Ich verteile die Masse mit einem Teigschaber. Das funktioniert ganz gut und die Oberfläche wird dadurch richtig schön glatt. Zur Sicherheit schüttle ich die Form aber nochmal gut, damit auch wirklich alles dorthin kommt, wo es hin soll. Nachdem die Schokotarte für 30 Minuten im Kühlschrank fest geworden ist, kann ich sie nach Herzenslust dekorieren. Aber erstmal befreie ich die Tarte aus der Form. Jetzt bestreue ich die Tarte im Halbkreis mit etwas Haselnusskrokant. Darauf verteile ich noch ein paar gefriergetrocknete Himbeeren. Ein paar Erdbeeren habe ich halbiert und so drapiere ich sie auch wild auf der Tarte. Das Grün habe ich dran gelassen, sieht meiner Meinung nach für die Deko einfach schöner aus. Wenn ich den Kuchen esse, mache ich das Grün natürlich ab. Himbeeren dürfen bei so einer leckeren Schokotarte auch nicht fehlen. Ich verteile sie einfach wild rund um die Erdbeeren. Die Lücken fülle ich dann mit Blaubeeren aus. Und für das besondere Highlight setze ich noch kleine goldene Schokokugeln zwischen die Früchte. Und der Ofen wird bei dieser leckeren Tarte nicht mal verwendet. Das ist doch super, oder? Perfekt für die warmen Tage. Wenn du noch mehr dieser Videos sehen möchtest, dann abonniere am besten gleich meinen Kanal und drück auch auf die Glocke, damit du auch benachrichtigt wirst, wenn ein neues Video online kommt. Wenn dir das Video gefallen hat, setz gerne einen Daumen nach oben oder lass ein schönes Kommentar da. Da würde ich mich natürlich sehr freuen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir uns beide im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, ciao!